Ich bin mit dem Flugzeug von El Paso, Texas nach Good Old G-Town, Gütersloh geflogen. Um dann, weil mich der Bayerische Rundfunk eingeladen hat, mit dem Auto dahin zu lunzen. Ganz genau, Freunde, der Bayerische Rundfunk hier hat eine schöne Nummer mit mir vor, ein kleines Fernsehformat der Spitzenklasse, würde ich sagen. Ich soll gegen eine Cleanfood-Tante antreten und hier ist das Making-of dazu. Viel Spaß! Betty! Let's fire the cook and grill for the rest of our lives! So, Freunde, ich bin abends im Hotel angefunden, hier Geheimzahl eintippen. Betriebsbereit. Das gute Kneipinger hier, erstmal einen Lunsen. Vom schönen Fan hier empfohlen worden, ich hol's hier mal rein. Kneitinger. Oh, den baller ich mir jetzt rein. Gute Nacht, Bierchen. So, am nächsten Tag hier, die gehört mich schon erwartet hier vom Bayerischen Rundfunk. Besser als man sich denkt, was? Wie geht's euch? Gut. Und? Nervös? Oh, nee, eigentlich nicht. Nicht nervös? Was glaubst du? Ein bisschen müde, ist Jetlag, ne? Jetlag, der Flug okay. Von El Paso, Texas, der war ein bisschen lang, ne? Kann ich verstehen, aber bist ja gut im Schuss, oder? Ja, doch, das wird schon was gehen. Was glaubst du, was wir vorhaben mit dir? Hast du eine Ahnung? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich lass mich einfach mal überraschen. Also gut. Ich würde sagen, wir packen dich ein, wir entführen dich. Dann geht's. Einmal zum großen schwarzen Auto mit den getönten Scheiben. Johnny verkabeln. Warte mal, ich habe gerade die Maske auf, hier. Richtig professionell. Ich hab gesehen, ihr habt da Red. Ja, muss man schon haben heutzutage. Ja, so die V-Checking, an der wir ausgebildet werden, weil die relativ einfach ist und du nicht viel falsch machen kannst. Dafür ist die Optik dann manchmal auch gar nicht so geil. Hast immer noch keine Angst? Nein, das wird schon gehen. Ja. Dein Wörtchen ist hinter dir her. Wie dein Schatten. Es geht nach Niederbayern hier. Schöne Landschaft hier von der Autobahn her. Oben links kleines Schlösschen fürs Rösschen. Oh, da fahren wir ein bisschen ordentlich hier durch die Gegend. Nett sieht's hier aus. Oh, schön naturbelassen, Freunde. Meine Güte, ja, vorne sitze ich drin im schwarzen Bus. Aber irgendwie wissen die auch nicht, wo es lang geht. Hey, was ist denn hier los? Haben sich die Girls wieder verfahren oder was? Naja, man weiß ja nie hier. Ich sitze nur hinten und lass mich überraschen, wo es hingeht. Mach Platz da vorne. Hier kommt der Landvogt. Oh, irgendwann lässt sich die auf, du Pferd. So, wir fahren hier weiter durch ein paar Ortschaftchen. Ne? Lunsumar 3000, dann sind wir gleich schon da. So, wir sind beim ersten Ziel angekommen. Metzgerei Hofmühle, hier im Hintergrund. Und dann geht's jetzt hier auch gleich los, Freunde. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Wir sind hier im Geierstal. Ja, netten Hündchen haben sie auch hier. Blinkinese ist es zwar nicht, aber Lady ist cool drauf. Ganz genau. Und es geht schön in die Hofmetzgerei. Ein Schildkrötchen. Also Alfons, jetzt kleidet er mich ein bisschen ein für die Aktion, die wir da gleich vorhaben. Stoppt. Jetzt ist er. Unzulässige Bedienung heißt es jetzt da. Geht schon los. Also, ja, dann gehen wir uns. Na, so arbeitet das Team hier. Genau. Also, ihr zwei habt euch jetzt getroffen. Johnny, wie geht's dir jetzt damit, wenn du weißt? Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wer es essen kann, ne? Da kannst du auch einlegen, ne? Ja, ein bisschen mulmig ist da aber schon. Bist du ein bisschen still? Das arme Tierchen, ne? Wer wird denn wohl, ne? Ich dachte, das gibt's immer fertig zu kaufen. Ja, so. Dann sowas, ne? Also bist du ein bisschen baff. Ja, haben wir natürlich noch nicht viel mitgemacht, ne? Ist ja klar, ne? Aber da muss man durch, ne? Alles klar. Gut, nimmst das sportlich. Genau. Trinkst dich jetzt schnell. Sind wir 40er, oder? Das ist ja auch ein Problem. Auf großem Fuß unterwegs. Besser. Ja, neuen Look. Hallo, ich bin ein Offizier. Schwitzen. Hallo. Hallo. Hallo, der Johnny. Aber sorry. So. Und? Die Montur hast du schon an. Die Montur habe ich schon an. Die Stiefel passen. Irgendwie so. Sieht's aus. Dann gucken wir mal. Schick. Da steht sie schon bereit. Ja, da sind sie auch schon, die schönen Tierchen. Lecker sehen sie aus, Freunde. Ja, leider muss man sie umlegen, wenn man sie essen will. Da geht's mal. So, jetzt gucken wir uns das ganze Späßchen mal an hier. Da ist das Tierchen. Du bist es heute nun mal. Ja, so.
Sollte eigentlich letzte Woche schon geschlachtet werden. Dank mir hat es noch eine Woche Aufschub gekriegt. Ganz genau. So, kommt mit, Freunde. So wird's gemacht. So. Und da wollen wir mal sehen, was da passiert. Jetzt wird geschlachtet. Das Tier hat da ein schönes Leben gehabt und musste nicht in einen Viehtransporter gequetscht werden, um zur Schlachtbank tausende von Kilometern noch zurückzulegen. Ja, so ist das nun mal, wenn man Fleisch isst. Dann muss leider ein Tier für sterben. Guten Appetit. Und hier der YouTube-Channel vom Bayerischen Rundfunk. Freunde, lohnt es euch rein? Da könnt ihr euch die ganze Folge angucken vom Bayerischen Rundfunk hier. Ja, ich bin jetzt mal schlachten. Johnny, du Schwein! Jetzt werde ich mich erstmal erfrischen am klaren Wasser. Schönes Eiswasser. Ja. Ja. Das hat mich gestärkt. Und, seid ihr zufrieden mit dem ersten Dreh? Ja, er hat sehr gut gemacht. Was habt ihr dann jetzt danach noch die ganze Zeit da drin gemacht? Wir haben jetzt nur, also weil die Kuh, die muss ja abhängen. Mhm. Und deshalb haben wir eine Kuh, die schon, also ein Teil von der Kuh, die schon länger abgehangen ist. Genau, das quasi reif ist, um es abzuschneiden. Und da hat jetzt zwei, musste ein bisschen Handwerk lernen jetzt quasi. Musste so ein bisschen ausputzen und ja, hat er nicht schlecht gemacht. Sagt jetzt er zumindest. Zwei so riesige Steaks haben ja, wir genau, also zwei richtig leckere Dinger. Und das war so die Ansage, wenn morgen der Sternekoch nicht begeistert ist, dann kriegt er den, nehmen Sie ihm den Stern. Ja, miteinander. Gehen wir jetzt vorbei. Fahren Sie nach Coburg. Ja, Freunde, wir haben ordentlich geschlachtet. Bordauer Steak und ein ordentliches Ribeye. So ein Teil. Ganz genau. Und jetzt geht's weiter, Freunde. Denn morgen ist ein großer Tag. Johnny, du Schwein! Du hast eine Kuh getötet! Schlachtermeister Alfons lädt uns mal schön Brotzeit ein. Bei Johnny springe ich freiwillig auf den Grill. Er macht eine kleine kurze Pause. Alles eigene Herstellung hier. Und das knüppeln wir uns jetzt rein. Oh, seht euch diese Prachtplatte an. Ich frage den Boss nochmal, ob ich alles richtig gemacht habe. Ja, gut schon passt. Ist kein Metzger, aber ist wahrscheinlich ein guter Grillmeister. Ja, ganz genau. Und jetzt weiß er, wo es herkommt, jetzt weiß er wenigstens, von was das er redet. Ah, Ninja-Rolle! Hier nochmal sein Online-Shop vom Metzgermeister, denn er hat eine gute Einstellung. Besser geschnitten transportieren als lebendig. So, das stellen wir doch schön kühl gleich. Anfang, Freunde. Ah, Johnny, du Schwein! Fleisch kommt ins Auto. So. Gute Fahrt, Mädels. Tag 2. Wir sind in Coburg angelangt. Ja, hier. Da oben auf dem Berg ist die Burg, quasi die Coburg. Aber sie heißt Feste. Und hier wurden früher viele Feste wahrscheinlich gefeiert. Sieht nämlich ziemlich heil aus. Nicht, dass da so viel Krieg geführt wurde. Aber sie haben auch ein paar dicke Flinten an Bord. Kanönchen fürs Höschen, ne? Ja, ganz genau. Da ist sie, die Aussichtskanone. So, Freunde, damit schießen wir uns zur goldenen Traube ins Sternerestaurant. Ich nehme lieber die Pflaume. Ja, sie hat sogar ein Spezialwerkzeug mitgebracht, ne? Oh, ein Spiralschneider. Den kennst du sogar noch? Ja, sehr gut. Also, einmal durch und dann geht's so scharf links hoch zum Steffen Sabo. Mal sehen hier, wie die Küche aussieht. Ja. Erstmal hier die Zapfanlage, habe ich hier links schon entdeckt hier. So, hier, wo ist das Bier? Ganz da, na toll. Ja, jetzt zeige ich dir ihre Seite hier. Meine ist wahrscheinlich auf der anderen Seite hier. Da hinten muss ich hin. Jetzt zeige ich dir hier noch einen komischen Grill hier. Hat ja nicht so viel Power, würde ich sagen, ne? Aber egal. So, ich bin da drüben. Gucke ich gleich mal rüber. Und sehe da hinten. So, hier. Ein bisschen Making-of für euch, Freunde. Ja, alles nette Leute hier gewesen. Haben Spaß. So, ja, Freunde. Los geht's. Mhm. Und hier sind meine Zutaten. Ich finde immer noch kein Bier. Ja, einfach so, was man sich so finden kann hier. So, wo ist es denn jetzt? Na, wer wird denn wohl? Ah, ja. So, erstmal hier. Ein paar Chilis hier. Ich wasche die mal kurz ab hier. Die hacken wir klein, ohne den Finger zu lunzen. Ganz genau. Hintergrund habe ich eine kurze dritte Hand dabei hier. So, ein bisschen Schatten hier natürlich. Muss auch gelunzt werden.
Hier ist das Chutney, Aprikosen-Chutney aus Folge 18, aber aus dem Adventskalender, Freunde. Also, Adventskalender aus dem letzten Jahr, Folge 18. Hallöchen. Schön drauf halt auf Onkel Johnny. So wird's gemacht. So, das rührt sich von alleine um. Oh, was haben wir denn da noch? Oh, noch ein bisschen Gemüse, kann rein. Ja, der Koch guckt zu hier, ein bisschen Weißwein für die Girls hier. Die hat ja schon fast ihre Cam da rein. Und was haben wir hier? Ja, die andere Seite, ja, die wird auch nochmal abgefilmt da. Ich sehe es von hier. Höchste Zeit, das dicke Ding draufzulegen. So. So, Schatten nochmal kurz umrühren, wenn der Zeit. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie viel Power dieser Grill hat. Ey, ich stehe davor, ey, und es zischt und brutzelt gar nicht hier. Der Kollege meinte, da wäre hier richtig Vollgas drauf. Ja, aber mal abwarten. Ich lasse mal lieber länger drauf hier. Ich erkläre der Tante nochmal ein bisschen, wo es lang geht hier. Man sieht es gar nicht zischen hier. Oh, die Konkurrenz, die schläft nicht. Ein Fännchen hier. Ich hoffe, ich britze damit keine über hier. Ja, das kann sie für den Fisch gebrauchen. So. Ja, der könnte noch mehr Power haben, das Ding, ne? Hab den Koch nochmal gefragt, ob ein bisschen mehr Hitze hier geht, hier, wo man drücken kann und so, ne? Das Übliche. Reggie! Ein günstiger Moment, um Johnny zu sabotieren. Ich klaue seine Stachelbeeren, damit er da verliert. Johnny, du Schwein! Ja, Freunde, ist ganz schön tricky, in so einer Sterneküche zu lunsen. Weiß gar nicht, wo man drehen muss und wo man den Mülleimer aufkriegt und so ein Zeug. Alles Special-Sachen. Ich tue das Fleisch hier nochmal rein zum Nachlunsen. Na, guck mal, selbst die Tür kriege ich nicht richtig zu hier. So, hier ist Chutney, sieht auch gut aus. Sie haben nicht mal einen Deckel, ich tue eine Pfanne oben drauf. Na ja, wird schon gehen. So, ja, hier zeigt mir auch nochmal hier, was wir haben. Das Steak sieht schon ganz gut aus hier. Könnte man schon reinbeißen. Das Chutney püriere ich hier nochmal eben schnell auf der Schnelle. Na ja. Ein bisschen andrücken hier. Das ist der Pürierstab eigentlich von dem Girl, aber die ist hier gerade am Präsentieren hier. Ninja-Täuschungstrick. Ninja! Johnny! Wo ist er? Ah, ja, der Ellenbogen war schneller als die Faust. Ja, ja, ich püriere mir noch einen hier. So, hier. Yeah. Immer Kamera überwacht. Das Ding ist startklar hier. Oh, sieht das gut aus, Freunde. Ja. Mein Gott, das wird schon gehen. Der Fleisch hat gute Quali geliefert. Da kann man nichts meckern. Ja, der Koch guckt ein bisschen skeptisch. Einen dicken Lümmel hat er wahrscheinlich noch nicht auf dem Grill gehabt, ne? Naja, gut, aber da muss er durch. Oh, optimal 3000, würde ich sagen. Ja, sie ist auch Vegetarierin. Naja, da muss sie trotzdem filmen, ne? Ist ihr Job, ne? So, Filet hier, angelümmelt. Ganz genau. So, hier, so, hier, dann nochmal durch. Und dann hier, ja, komm hier, zack, ja, hier, der groben Schnellen hier. Die Fans warten. Oh, sieht schon gut aus, Freunde. Ich hab gewonnen. Naja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Es kommt immer darauf an, was die andere Tante da rausgelümmelt hat. Vielleicht hat sie ja eine Ladung Bacon im Fisch versteckt. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann gewinnt. So, ich schneide ihm das hier immer noch ein bisschen klein hier. Kennst ja die alten Leute da. Können nicht mehr richtig beißen. Ja, ja, da lachen sie noch. Noch lachen sie. Ganz genau. Okay. Oh, armes Tier. Aber es hat ja gut gelebt. So, wo soll ich hin? Moment, Julia, du gehst schon mal? Wir warten auf dich. Wollen wir mal sehen, ja, ob es dir schmeckt. Voilà. Also der Filet-Teil, ne? Das ist das. Du magst auch nicht gezogen. Hä? Du magst auch nicht gezogen. Ja, ich dachte mir, das ist vielleicht was für dich. Als Chefkoch. Das ist so ein Chutney. Sehr schön. Ein bisschen scharf, aber. Deswegen habe ich es auch noch an Sand am Rand gemacht, falls er nichts nicht schmeckt, kannst du selber weg. Wo soll ich hin? Soll ich hin? Okay. Ich habe da ein bisschen Steakpfeffer drauf geschmissen. Ein bisschen ist gut. Oh, ich mag es mal gerne reichlich. Betty, das sind die Nudeln von Johnnys Gegnerin. Die pflanze ich mir jetzt ein. Das schmeckt super. Da kann Johnny einpacken. So, Feierabend, Freunde. Kleines Drehschuss-Selfie. Aber der Koch ist Fan von uns geworden. Naja, nach den paar Stunden in der Küche. Kein Wunder, würde ich sagen. Hier, so, er reicht es immer zur Seite. Damit er seine fettigen Hände abputzen kann. Ganz genau.
Ja, hier nochmal die Crew und so, ne? Könnt ihr mal einer angucken hier? Jetzt kann gegessen werden. So, Freunde, alles gut geklappt. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgegangen ist, dann müsst ihr euch das Video angucken. Verlinke ich nachher unten rein in der Box. Oh, dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja, der Ninja, der ist überall. Ne? So, Freunde, jetzt trinken wir erstmal ein schönes Bierchen. Hat Spaß gemacht mit den Mädels. So, ciao. So, hat Spaß gemacht mit Onkel Johnny. Ja. Seid schon eine lustige Truppe. Nee? Sehr gut gemacht. Sehr tapfer. Mhm. Gut abgeliefert, auch beim Kochen hätten wir uns nicht gedacht. Also. Ja. Aber der Beste war der Veggie Ninja. Also der war am lustigsten von allen. Also. Was? Herr Ninja? Herr Ninja hat ganz viele neue Fans. Wird jetzt weggeschnitten. Hat sich ja jetzt in deinem Lebenslauf geschrieben. Ja. Danke. Der war Sternekoch bestand zusammen mit Instagram Star. Ganz genau. Hat Spaß gemacht, Boys and Girls, platzt euch rein, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben glühen und, was noch viel wichtiger ist, lunst Kommentare, wie geil ihr es gefunden habt, an dem Bayerischen Rundfunkkanal. Zu Zwings für die Girls. Sugar für die Girls. Und zwar für alle. Hier! Yeah.